Hallo, da sind wir wieder bei Alien Isolation. Ups, leise. Habe ich den hier vielleicht übersehen, den Bolzenschneider? Ich habe ja in der letzten Folge, ist ja Samuels gestorben. Und ich habe Bolzenschneider-Musik, ja, nee, ist klar. Bolzenschneider-Munition gefunden. Wobei ich aber den Bolzenschneider noch gar nicht habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich den finde. Damit ich mir den vielleicht doch noch aneignen kann. Vielleicht habe ich den ja doch irgendwo übersehen. Ich sehe hier gar nichts. Nichts von einem Bolzenschneider. Nee. Lass mich rein. Was macht der denn jetzt hier? Okay, dann gehe ich doch mal hier raus und gucken, ob ich den irgendwie. Da ist er. Wenn ich einen Geräuschmacher da hinten hinwerfe. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Ich will nur gucken, ob ich den hier vergessen habe irgendwo. Ich sehe nichts. Von daher, ne? Ach verdammt, ich muss da durch. Na gut, jetzt muss ich erstmal wieder warten, bis der wieder zurückgeht. Also bis er bis hierhin ist und dann, ah, da ist er. Gut. Da kommt er. Apollo und der Hemi-Android. Zusammenarbeit für eine sicherere und besser eingegliederte Sevastopol-Station. Ja, so sicher ist das ja auch nicht. Also zumindest nicht für die Menschen, ne? Für euch ja. So gut, der ist jetzt wieder unterwegs. Dann kann ich nämlich schnell hier durchpreschen. Gut, dann haben wir das schon mal. Eben schnell speichern. So, und dann werde ich nämlich nochmal hier rumgehen. Und zwar in den Tunnel hier rein. Zu gucken, ob ich das vielleicht den Bolzen-Dingsbums-Schuss-Dings da hier irgendwo hier vergessen habe. Weil ich es nicht glaube, weil ich habe ja eigentlich alles durchgeguckt. Das kann ich auch nicht machen. Er ist ja ein bisschen, muss ja ein bisschen größer sein, ne? Nee, ist nichts zu finden hier. Naja, gehen wir mal wieder zurück. Hier ist auch nicht drin, nein.
Nee, ich habe gedacht, da wäre vielleicht eine Tür oder sowas. Gut, also hier haben wir auf jeden Fall alles durchgeguckt. Jetzt muss ich nur noch wieder zum Transit zurück. Kann sein, dass ich den im nächsten Abschnitt wieder finde. Oder bekomme, eher gesagt. Ich habe hier gerade was gefunden. Eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. So, mal schauen. Sie sind Marlow, oder? Ja. Ich bin Taylor. Sektorleiterin Wayne und Yutani. Taylor? Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma. Halten Sie Ripley hier raus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Wayne und Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station. Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Hm. Ich hab's gehört. Da hat Doc Lutt Taylor Morley rausgelassen. Und die will das Wrack bekommen, sozusagen. Na gut. Kann ich doch mal da runter? Ich glaube, ich war da unten noch gar nicht, ne? Hm. Ne, Synthetenlager brauche ich ja nicht, ne? Da doch, scheint wohl doch, als wenn ich hier rum muss. Und von wo kam ich jetzt? Gehen wir mal alles durch hier, ne? Ihr kennt das ja. Aber hier war ich, glaube ich, schon 12 Dutzend Mal. Ja, hier war ich ja schon. Hatte ich schon alles durchgeguckt und da habe ich auch den Bauplan gekriegt und so weiter und so fort. Ja, dann brauche ich auch nicht mehr hier hin. Rezeption, war ich hier schon? Ja, bin ich durch die ganzen Aufzüge gelatscht hier. Da habe ich auch schon alles geöffnet. Das habe ich auch schon nachgeguckt, den kontrolliert. Access. Ich gehe nochmal durch, mal zu gucken, ob ich hier irgendwas habe liegen lassen. Ach so, hier bin ich. Ja, okay, nee, da habe ich nichts liegen lassen. Na, ja, hier habe ich alles durchgeguckt. Ich müsste mal gucken eben.
Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Okay. Ist der Transit zum anderen? Ach, von hier bin ich gekommen, ne? Ja, aber hier habe ich ja alles eingesammelt. Hier habe ich ja alles durchgeguckt ein paar Mal und hier war ja nichts. Dann kann ich auch wieder zurücklatschen. Dann, hier bin ich falsch, ich weiß. Ja, okay, alles klar. Ich bin gespannt, ob ich den im im Dingens Apollo-Kern das noch bekomme. Ah, hier muss ich auch nicht hin, oder muss ich hier? Moment, warte mal. Zu machen. Synthetenlager. Nee, da war ich auch schon. Habe ich auch schon alles geguckt. Entschuldigung. So, dann gehen wir jetzt mal den richtigen Weg, den normalen. Aber dafür muss ich hier hoch. Dann da hinten durch die Tür. Hier durch die Tür? Komme ich nicht von da? Achso, das ist der. Den muss ich nehmen. Privattransit. Ich weiß, ihr werdet mir wahrscheinlich jetzt sagen, dass ich einen Fehler gemacht habe und erstmal jetzt die anderen Sachen kontrollieren müssen, aber ich war ja schon überall. Das weiß ich ja. Ich denke mal, den Bolzen-Schussgerät da, das finde ich noch. Ich hoffe es einfach mal. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Huch. Okay, schnell speichern, bevor er mich sieht. Bleibt er die ganze Zeit da stehen jetzt, oder? Soll ich noch versuchen, da runterzukommen? Unsachgemäße Nutzung des Systems sowie Trockenheit werden den Colonial Marshals gemeldet. Ach, von da bin ich gekommen. Oh. Hat Unfälle zur Folge. Dies ist ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. Ja, sieht nicht so danach aus.
Komm ich auf. Geh auf, geh auf, geh auf. Bitte melden Sie jegliche Transitfehlfunktionen umgehend. Dieser Waggon für Hab ich schon ausgetrickst. Sehr schön. Ohne den umzuhauen oder sonstiges. Sie sind auf dem Stockwerk über dem Apollo-Kern. Dieser gesamte Bereich enthält Apollos Stützsysteme und KI. Der Kern ist in der Mitte. Apollo hat Samuels davon abgehalten, die Abriegelung ferngesteuert aufzuheben. Aber sobald sie drin sind, wird Apollo dank Samuels zumindest mit ihnen sprechen. Wenn ich bis dahin durchkomme. Wir entschuldigen uns äußerst für die Verspätung. Ausweiskarte. Nichts drin. Okay. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. So. Service offline. Ja, das hätte ich mir fast gedacht, dass ich hier hin muss, aber... Ladungspack ist voll. Okay, Ladungspack habe ich genommen. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh. Legen Sie Waffen auf dem Sicherheitsförderband ab. Oh. Kann ich hier nicht durchspringen? Verdammte Hacke. Sie und Apollo bedanken sich. Ah. Jede Toll. Bitte. Super. Zugangsfahrstuhl zum Apollo-Kern offline. Primäre Apollo-Systeme gesperrt. Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Zugangscode wird benötigt. Mhm. Ist da irgendwas drauf? Ne? Konnte ich jetzt nichts sehen. Benutzen. Okay. Ah, guck mal da. Da ist ein Energieleiter, 4930. Der an den Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken. Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Da ist die Nummer. 4930. 4930. Sehr schön. Sich an einen stromführenden Leiter anzukuschen, könnte wehtun, oder? Ich muss ihn zuerst abschalten. Genau, dann werde ich jetzt erstmal abspeichern, damit ich den nachher abschalten kann. So, wo gehe ich hin? Links, rechts. Wo gehe ich zuerst hin? Ich muss nach... Darum. Also gehe ich erstmal dahin. Taktik. Taktik.
Weil ich natürlich erstmal, ne, gucken will, ob ich irgendwas kriege. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Da geht auch nicht. Da hinten liegt Schrott, glaube ich, jawohl. Hier liegt nichts mehr sonst. Autos von heute. Hat sich wohl jemand seinen nächsten Renner ausgesucht. Aber ich gehe jetzt mal weiter hier geradeaus. Scheint nichts anderes zu geben hier, also keine Gegner. Das Alien haben wir lange nicht mehr gesehen, ey. Hoffentlich habe ich das jetzt nicht blöd gesagt, aber... Ne? Ist noch nicht aufgetaucht. Warum ist hier nichts? Okay. Komponente B habe ich eingenommen. Ja, etwas stimmt nicht mit Ihren Syntheten. Das Team, das ich zum Ausschlachten des unteren Wohnbereiches beordert habe, hat plötzlich angehalten. Sie haben irgendwas von Gefahreneindämmungsbefehlen gefaselt, haben versucht, in die Kontrollkabine einzudringen und sind dann einfach abgehauen. Ich weiß, dass ich ständig Beschwerde über diese unheimlichen, glatzköpfigen Schweinehunde einlege, aber diesmal kann ich beweisen, dass die nicht richtig verkabelt sind. Ich habe morgen eine Verabredung mit Ihrem Vorgesetzten Spedding und ich werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Wenn er Ihnen dann den Marsch bläst, das kommt mit besten Grüßen von mir. Ja, das war... Ne, Ferkel. So, gucken wir uns das nochmal an hier. Boah, jetzt hätte ich fast das Falsche gedrückt. Sehr schön. Ricardo, der Leiter ist vorübergehend offline. Ich habe hier die Apollo-Schaltpläne vor mir. Sieht so aus, als könnten sie über den Turbinenschacht Zugang erhalten. Die Turbine läuft heiß, Ricardo. Auf vollen Touren. Da müsste irgendwo eine Notabschaltung in der Nähe sein. Aber sie wird nicht ewig abgeschaltet bleiben. Sie müssen schnell da rein. Hier vielleicht? Ne, von hier komme ich, ne? Geh auf! Komm ich von hier aus doch rein? Was ist denn hier an das X hier? Tür verschlossen, achso. Ich hab gedacht, das wäre vielleicht hier. Okay, nochmal. Weg sollte jetzt frei sein. Beeilen Sie sich, wenn Apollo-Systeme überhitzen, werden Sie neu starten. Oh, hey! Gut, speichern. Geh weg. So. Mal schnell speichern, ne? Bevor ich da drauf gehe und alles wieder neu machen muss. Von daher speichere ich erst schnell und renne dann da durch. War die nicht gerade auf? Muss ich das Ding jetzt nochmal betätigen oder was? Ah.
Okay. Nochmal. Dann schon mal nicht mehr zurück. Das wird knapp. Viel Glück. Ripley, Sie gehen immer tiefer in Apollo und Ihr Funksignal wird schwächer. Die Verbindung wird bald abbrechen. Super. Drücken Sie mir einfach die Daumen, okay? Da unten werden so einige Hemis auf Sie warten, Rip. Könnte gefährlich werden. Samuels hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffe. Ich muss es versuchen. Genau. Ich fand ihn schon immer recht nett für einen Syntheten. Ich auch. Ich lasse die jetzt an, ne, weil ich nichts übersehe hier. Okay. Bindemittel. Oh, hier kann ich sogar speichern. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Da brauche ich das alles nicht mehr zu machen. Das ist... hätte ich das gewusst. Hätte ich das gerade eben schon gemacht. So, hier komme ich nicht durch. Hier. Ricardo, der Haupteingang ist versperrt. Oh. Irgendeine Idee, was ich jetzt machen soll? Ich kann Sie nicht hören, Ripley. Ihr Signal ist zu schwach. Ricardo? Verdammt. Oh, Schip. Hat sie mich hören? Finden Sie einen anderen Weg, um Kontakt herzustellen. Etwas stimmt nicht mit meinem Hörer. So, das mache ich dann erstmal hier, ne, weil ich habe ja vorhin mit dem Androiden gekämpft und bin dann natürlich da reingelatscht. Gasmaske. Verdammt, Ladungspack. So, erstmal hier drauf zugreifen. Omega. Spedding, etwas Verrücktes ist gerade passiert. Sevastopol ist vom Markt. Es gibt einen Käufer. Nur Wochen, bis der Laden komplett auseinandergenommen wird. Und auf einmal drehen die sich um 180 Grad. Nach all den endlosen Präsentationen und Touren sind die Verhandlungen wohl doch nicht auf Eis gelegt worden. Jemand im Firmenhauptquartier musste einfach nur mit den Fingern schnipsen. Wir haben soeben eine Bestätigungsnachricht erhalten und da Apollo gerade ein neues Betriebsregelwerk empfängt, ist der Vertrag wohl unter Dach und Fach. Kenntnis hier drüber nur auf Verwaltungsratsebene bei Bedarf, bis die Anteilsinhaber Bescheid wissen. Ziemliche Beförderung, wie? Ja, ich kann eine neue... basteln. Hehe. Fehlt aber echt noch einiges, ey. Wo war denn das Ladungspack nochmal? Ladungspack. Willst du mich verarschen? Nein. Ach so, na toll. Ja, kann ich nichts einsammeln. Da muss ich mal eben kurz hier rein, ne? So, jetzt weiß ich natürlich nicht mal, was ich machen soll. Finden Sie den Raum zur menschlichen Kommunikation. Okay. Ist das natürlich die Frage, gehe ich da hin?
Angst, wenn hier einer langwatscheln will. Ich komme da nicht hier hin. Ich stehe auf jeden Fall links von uns. Da stehen sogar zwei. Verdammte Hacke. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nächstgelegenen Synthet melden. Genau. Wo wir gerade hier drin sind, werde ich mich mal von euch verabschieden und drückt mir ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Ciao, ciao.